Yo, what's up, big kleine Motherfucker, man? What up, man? Peace. Yo, big Mama, man, fresh. Hey, yo, hast du neue Haare, man? Was heißt neue Haare? Ich hab wachsen lassen, you know? Stabil, ja, man. Ja, man. Fresh. Hat der Friseur neue Frisuren, man? Die der so stylen kann und so ein Shit? Ja, aber nicht für Männer. Fuck, man. Scheiße. Heute auch schon neu geschaut. Yo, Michael, man, was geht ab? Geht ab, man. Irgendwas Neues, yo. Ja, einiges passiert. OG, einiges passiert, ja. Talking, right? Ach du Scheiße, yeah. Mann. Ah, was ist again, passiert, man? Ja, auf jeden Fall. Jimmy hat gegen mich geschossen, ja. Wieso? Ja, TJ hat, weiß nicht, ob der geschossen hat, aber war auf jeden Fall dabei. Ja, Jimmy hat halt, der hat zu mir gesagt, er hat die ganze Zeit irgendwie Probleme gegen mich gehabt. Ich weiß nicht, das hat schon seit Tagen. Der denkt auch irgendwie, ich habe hier irgendwie was zu sagen, weil ich mich um alles kümmere. Weißt du, was ich meine? Ich mache ja viel Internes. Das ist doch gut, Mann. Einer muss sich darum kümmern, Mann. Ja, und es regt ihn halt auf, dass er sagt, ich komme in die alle rum, weil ich halt ein bisschen sag, wie was geht, weil ich bin ja schon ein paar Tage länger hier wie die anderen. Yeah. Und das ist. Dann war er den ganzen Tag abgefuckt gegen mich. Dann bin ich mit einer Lady rumgefahren, mit einem pinken Laurel, das hat ihn auch abgefuckt. Da hat er gesagt, er boxt mich, wenn ich weiter frech bin. Hab ich halt ihn gefragt, wo er sich das Recht rausnimmt, dass er zu mir sagt, dass er mich boxt, wenn ich weiter frech bin und so, ne? Dann wollte er gegen mich im 1 gegen 1 machen. Das war ein faires 1 gegen 1, das habe ich auch verloren, ne? Okay, ja, yeah, alright, man, ist doch mich, gut, man. Da hat er mich weiter gedemütigt und hat gesagt, ja, wenn ich will, dann klatsche ich dich nochmal um und so. Und macht dann, dann habe ich gesagt, ja, dann mach halt du alles, was ich mache, wenn dich hier so aufregt und so, ne? Hat er so gesagt, hat er so gemacht, wenn du willst, mache ich so wie deine Mom, ne? Und dann habe ich gesagt, du Hundesohn, und jetzt schießen die die ganze Zeit gegen mich. Und ich musste mich die ganze Zeit verstecken, bis Big Mama kam. Jo, was ist dann passiert, Mann? Hast du mit denen geredet, Big Mama? Immer noch. Ah, nee. Ich hab nur mit Michael getalkt, right? Ich hab zu ihm gesagt, Alter, versteckt sich niemand vor den eigenen Gs, Mann. What the fuck, you know? Ja, das ist, was soll ich halt machen, wenn alle gegen schießen, so? Weißt du, was ich meine? Ja, was heißt denn alle, Mann? Ist das jetzt nur Jimmy gewesen, oder waren das noch Jimmy, some other people? DJ und war noch jemand im Auto? Weiß ich nicht. So ein Jamal, aber keine Ahnung, Mann. Also von uns jetzt, Mann, von den O-Blocks, nein, ich guess. War das nur Jimmy, right? Und DJ. DJ, Mann. Jo, ja. Die beiden haben safe geschossen? Ja. Ja, ja, ja. 100%. Alright, Mann, dann war's das. Die fahren auch den ganzen Tag auf einmal. Ja, dann war's das mit denen, Mann. Yo, Jimmy und TJ, Mann. Kommt mal in die Hood, yo. Ich glaube, die sind nicht im Punkt. Ja, warte, ich kann, glaube ich, einen von denen anrufen. Die fahren auch die ganze Zeit auf einmal mit Nissan rum und so. Ja, TJ, warte. Er ist nicht da. Der TJ ist nicht da. Und was mit Jimmy, Mann? Ah, von Jimmy hätte ich's echt nicht gedacht, Mann. Ich hab die Nummer nicht. Yo, Mann, das ist so dumm. Ich sag dir, OG, Mann, du brauchst ein fucking. Entweder brauchst du ein fucking weiß OG, Mann. Bestimmt 2. Ja, wo ist Buba, Mann? Vielleicht noch 2 NGs, you know, Notorious Gs, Mann. Das sind erstmal so 4 People, Mann, die was zu sagen haben, wenn du nicht in the building bist, you know. Ja, Big Mama, ich weiß, dass du dich auskennst, Mann. Und ich weiß auch, dass du definitiv eine hohe Position besetzen solltest, yo. Ja, das müsst ihr entscheiden, right? Ich will mich hier nicht einmischen, Mann. Ich will euch auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, Mann, nur irgendwem was wegnehmen oder so, guys. Ihr müsst natürlich alle damit einverstanden sein, Mann. Wir talken darüber. Safe. Alleine würde ich nicht entscheiden, aber ich denke, da hat keiner was dagegen, Mann. Aber wir warten, wenn alle da sind, Mann. Aber das muss echt in der Zukunft getan werden, you know? Safe. Das ist halt so, dass die Leute halt wissen, sag ich mal, ne? Ja, das Ding ist halt. Zu sagen hat und dass das auch für die Zukunft, gerade wenn OG nicht da ist, Mann, dass du nicht hierher kommst, Mann, und denkst, hier geht alles den Bach runter, you know what I'm saying? Yeah. Wir haben halt auch von dem Geld aus der Gangkasse ein paar Straps und ich glaube, weiß nicht, 4-5 Stück haben wir noch. Dann TJ hat eine, Jimmy hat eine und ich habe mir auch vorsichtshalber eine genommen und die lege ich direkt wieder zurück. Und das Problem ist, das Auto steht in der Southside, weil ich mir die ganzen in den Kopf verfolgt, deswegen. Wir wollten Razzia machen und ich bin gerade so weggekommen mit den ganzen Waffen. Alright. Willst du nie hinholen? Müssen wir ja. Den Southside bringen die uns nichts. Ja, oder das abholen die Scheiße, Mann. Ja, okay. Also ja, Jungs, bezüglich diesen TJ und Jimmy, Digga, ich muss die halt, ja, die sind weg. So leid es mir tut, ich weiß auch nicht, wie ich das, also, ja, was soll ich sagen? Das geht halt nicht. Also guck mal, die können ja einen Boxkampf machen, Digga. Und dann muss das Thema auch erledigt sein. Aber dass die dann auf einen eigenen Homie schießen, das ist ja, geht gar nicht, Alter. Scheiße. Ich muss die rausschmeißen, das geht gar nicht anders. Also, ne, ich höre mir auf jeden Fall mal ihre Version an, ne? Und dann muss man halt abwägen, aber guck mal, ich bin ja echt ein Meister der Ausreden gefühlt, aber mir fällt jetzt keine Ausrede ein, die das rechtfertigen würde, den umzuschießen. Oh, Jimmy, ruf an. Yo, what's up, du Motherfucker? Ich hab gehört, du schießt auf die eigenen Homies, Mann. Nein, Mann, ich hab nur auf Michael geschossen, Mann. Aber auch aus einem bestimmten Grund, Mann. Ich hab gehört, du schießt auf die eigenen Homies und sagst du, nein, Mann, ich hab nur auf Michael geschossen. Ja, weißt du, was er überhaupt gesagt hat? Was denn, Mann? Er hat meine Mutter beleidigt, Mann. Hat er dir das auch erzählt, Mann? Hm.
Ja, komm in die Hut, Mann, wir klären das gleich. Jo, Mann, keiner beleidigt meine Mama. Ja, wir klären das gleich in die Hut, Mann. Komm rum. Hat nicht Michael gesagt, dass die irgendwie dem seine Mutter beleidigt haben? Also anscheinend haben sie irgendwie alle die Mutter beleidigt, keine Ahnung. Jo, Michael, Mann. Ja. Jo, ich hab mit Jimmy telefoniert, der kommt jetzt in die Hut, der hat gesagt, du hast deine Mutter beleidigt. Ja, nachdem er es bei mir gemacht hat, wie gesagt, du Hundesohn. Weil er hat gemacht, ich mach so bei dir wie deine Mom und so. Weißt du, was ich meine? Jo, wir klären das gleich, Mann. So ein scheiß Kindergarten, Mann. Was soll ich machen, Mann? Soll ich auf mich schießen lassen? Yo, ich will gar nichts hören, Mann. Wir klären das jetzt zusammen, yo. Yo, Buba, du Motherfucker, Mann. Ah, hier brennt alles, Mann. Yo, Jimmy, Mann, erzähl mal diese scheiß Story aus deiner Sicht, Mann. Und ich will die Wahrheit hören, Mann. Ja, normal. Ich sag dir immer die Wahrheit. Guck mal, wir chillen hier in der Hood. Ich sehe die ganze Zeit Michael rumfahren. Mit seinem Babe. Im lilanen oder rosanen Lowrider, weißt du? Nicht nur mir ist das aufgefallen, sondern auch den anderen. So, die anderen haben ihren Mund nicht aufgekriegt, also habe ich meinen Mund aufgemacht. Ich habe zu ihnen gesagt, warum fährst du damit rum? Das zieht uns runter und so, wenn jemand das sieht. Mehr habe ich nicht gesagt, dann habe ich gesagt, weil er respektloser wurde, heb deine Stimme nicht, sonst klatsch ich dich. So, mehr habe ich nicht gesagt. Auf einmal meinte er, du klatsch mich, weil ich mit dem rosanen Lowrider rumfahre und so. Immer so, immer so. Er hat es falsch verstanden. So, und dann habe ich gesagt, lass uns das beim Boxfight regeln. Dann haben wir einen Boxfight gemacht. Ja, jo, Mann, bis hierhin ist alles fresh, Mann, sag ich dir ehrlich. Ja, bis hierhin. Ich hab das geklärt, wie ich bin Männer, Mann. Ja, ich habe gegen ihn gewonnen. Dann, er kommt zu mir. Er war richtig abgefuckt. Er sagt, übernimm du die Gangkasse. Warte mal. Mach mal genauso. Ich mach genauso gar nichts wie du. Ich reiß mir den Arsch auf und so. Alright, und dann? Er sagt zu mir, ich habe Ego-Probleme, du Hundesohn. Als ich das gehört habe und das noch TJ erzählt habe. TJ ist mein Cousin. Wir fahren kurz ins Krankenhaus. Einer von uns hat sich die Finger eingeklemmt. Fuck, Mann. Yo. Und dann ist TJ auch komplett abgedreht. Weil TJ ist mein Cousin und er hat seine Tante beleidigt. Und dann wollten wir ihn shooten. Und dann ist er underground gegangen. Er ist untergetaucht. Jo, und jetzt sind wir hier. Und jetzt erklär mir mal, was du nach dem Kampf gemacht hast, als ich verloren habe. Bis ich verloren habe, war das kein Stress für mich. Jo, Michael, yo. Michael, jetzt erzähl Story aus deiner Sicht, Mann. Ich hab sie dir ja schon erzählt. Ja, du sollst jetzt hier nur vor Jimmy erzählen, Mann. Also, das bis zu dem Boxkampf hat alles gestimmt. Dann hat er mich, nachdem ich hier wieder hier war, hat er mich angefangen zu demütigen und dann war ich mad, dann war ich wirklich mad. Weil ich habe immer mit Respekt gekämpft und ich habe mit Respekt verloren. Und dann fängt er an, mich zu demütigen. Und dann war ich inwiefern demütigen, was hat er gesagt, Mann? Ja, er hat gesagt, wenn er will, schreibt er mich noch, dann knockt er mich nochmal aus und so, hat er gesagt. Stimmt das, Jimmy? Ja, normal, weil du frech wurdest wieder. Und dann war ich so abgefuckt, weil er sagt halt, da hat er noch was gesagt, dass ihn das auch abfuckt, dass ich denke, ich bin was Höheres wie er. Ich habe nicht gesagt, ich bin abgefuckt, ich habe gesagt, du denkst, du wärst was Besseres. Ja, und dann war ich auch noch mehr abgefuckt, weil das stimmt nicht. Und ich reiß mich auf den Arsch auf, wirklich. Ich mach die Kasse, ich schau, dass hier alles ist, ich versuche Probleme zu lösen und so ein Scheiß. Und er macht halt gar nichts. Dann habe ich gesagt, dass er das alles machen soll und dann mache ich auch gar nichts. Dann hat er gesagt, dann macht er so wie deine Mom. Und dann habe ich gesagt, ohne Sohn. Was soll ich gemacht haben? Er hat gesagt, ich blas dir ein wie deine Mom. Was soll ich dazu noch sagen, so? Ja. Jo, Mann, wahrscheinlich blase ich dir ein. Das ergibt gar keinen Sinn, was du da gerade redest. Hast du gesagt? Geis, Mann. Ich sag euch jetzt mal was, ja? Kindergarten. Was ist das für eine Piss-Scheiße hier, Mann? Ja, Mann, voll die Pussy. Ja. Ja, ich schau. Geis, das Ding. Aber warum schießt er auf mich? Was ist das für eine Scheiße? Ja, das ist, also ich sag dir ehrlich, mal ganz egal, wie ihr euch duelliert den ganzen Tag, Mann, ja? Wer die dicksten Boss hat oder nicht oder so, you know? Aber, ich glaube, eins der höchsten fucking G-Codes, die ich kenne, you know? Ist, dass man nicht auf seine eigenen Homies ballert, Mann. Ja, normal. Ich respektiere meine Homies und das ist auch das höchste Familienmitglied. Ja, Michael nicht, right? Ja, ich respektiere ihn auch nicht, wenn er meine Mutter beleidigt. Ja, aber du hast doch auch diesen gemacht von wegen Blasen und so. Hab ich nicht, Mann. Das ergibt gar keinen Sinn, was er gerade gesagt hat. Hä? Ja, warum sollte Michael sich das ausdenken, Mann? Das ergibt auch gar keinen Sinn, Mann. Ihr seid fast beide Pussys, Mann. Ihr habt beide reingeschissen. Achso. Oh, Big Mama, Mann, was machen wir denn, Mann? Ich hab aus Respekt nicht zurückgeschossen, weil ich schieße nicht auf meine Homies und der fängt an zu schießen. Ist mir scheißegal, was der gesagt hat, das hätte man klären können. Aber er fängt an zu schießen, was ist das für eine Scheiße, ja? Jo, die einzige Sache, die mir nicht passt, Mann, ist, dass ihr geshootet worden ist, ja, Mann. Der ganze andere Scheiß mir scheißegal, Mann. Ihr könnt eure Mütter belehren, ihr könnt euch boxen, so oft ihr wollt, Mann. Aber ihr wird nicht auf Homies geshootet. Ja, und in der Hood vor allem auch nicht. Ja, bei mir ist vorbei, wenn jemand meine Mutter beleidigt. Jo, ich werde mir jetzt was überlegen, Mann. Alright, Mann. Michael, die haben beide auf dich geshootet und du wurdest auch getroffen, richtig? Einmal wurde ich getroffen. Haben nicht so gut getroffen. Alright. Ich überleg mir was.
Ja, normal haben wir dich nicht getroffen, wenn du mit deinem Rich Lambo rumwegfährst, Mann. Ja, Big Mama, Mann, was sollen wir mit dem Motherfucker machen? Moji, ich sag dir ehrlich, wir müssen auf jeden Fall, also pass auf, ich weiß nicht, wie lange ihr den Shit hier schon macht, you know? Und ich will mich ja auch nicht einmischen oder jetzt irgendwie, weißt du? Doch, du, ich will das nicht einmischen, Mann. Alright, Mann, dann sag ich dir ganz ehrlich, der Jimmy hat gegen einen Homie von uns geschossen, you know? Das ist, ja, Mann, das ist für mich das Schlimmste aller Schlimmsten, you know? Gleichzusetzen wie Verrat, Mann. Yeah, safe. Das geht nicht, Mann. Wegen irgendwelche Hundekörper-Sohn-Geschichten, you know? Das ist Shit, Mann, ich sag's ehrlich. Ja, ich überlege, entweder sagen wir allen nochmal ganz klar, hier wird kein... Anscheinend haben auch Michael und Jimmy wohl schon von Anfang an so ein bisschen Beef untereinander, right? Die können sich irgendwie nicht ausstehen, nicht riechen, oder? Yeah. Was weiß ich denn, Mann? Das Ding ist, Mann, du bist der fucking OG, you know? Und tut mir vielleicht auch leid für Jimmy, aber meiner Meinung nach muss er gehen, weil wir shooten nicht auf uns, Mann. Weil, weißt du was, wer auf Leute von uns shootet, Mann, der wird doch seine Waffe irgendwann gegen dich richten, you know? Fuck. Mhm. Du hast recht, ja. Weil es ist scheiße. Ich sag dir ehrlich, ich hasse solche Scheiße, Mann. Aber ich kann das sagen, ich kann das deshalb sagen, weil ich die People noch nicht so kenne, you know? Vielleicht würde ich auch ganz anders talken, Mann, wenn ich hier schon länger together wäre. Aber es tut mir wirklich leid. Aber wenn du sowas durchgehen lässt, Mann, dann weißt du nicht, ob du irgendwann die Waffe in deinen Rücken hast, you know? Und da bringt dir dein Bulletproof auch nichts mehr, Mann. Das sind diese kleinen Ausreißer, you know? Die Hitzköpfe, Mann. Die können, wenn die wollen, auch alles kaputt machen. Du weißt, ich bin ein OG und ich will nur das Beste für alle. Und ich will von dir ehrliche Antworten. Ja. Ich will hier auf dieser Insel mit O-Block der heftigste Shit werden, Mann. Ja, normal, Mann. Und ich vertraue dir, deswegen machst du auch diese scheiß Kasse, yo. Ja. Kam Jimmy zu dir auf ehrlich und hat sich entschuldigt, hab dich die Hand gegeben und das Ding ist erledigt? Ja. Okay. Ich hab ihm eine Chance noch gegeben. Cool, yo. Kam, was war mit TJ, Mann? Ja, der checkt das nicht wirklich. Der sagt, ich hab zu ihm gesagt, dass ich würde dieses Wort gegen Mutter niemals in den Mund nehmen, weißt du? Ich finde sowas macht man nicht aus Respekt. Aber wenn es jemand zu mir sagt, wäre das ein normaler Mensch gewesen, der was nicht zu uns gehört, hätte ich ihn direkt geshootet. Aber Jimmy ist einer von uns. Also habe ich ihn einfach zurückbeleidigt, dann ist die Sache für mich gegessen und auf einmal fängt er jetzt an zu schießen. Im Prinzip Ding, weißt du, was ich meine? Jo, und was war gerade bei dieser Aussprache? Habt ihr euch. War das wie bei Jimmy oder würdest du sagen, nein, nicht verstanden? Bei TJ? Yeah. Nicht wirklich verstanden. Aber, keine Ahnung, Mann. Alright. Dann nimm den ich mit. Ich kann nicht hören, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Kann sich ruhig hören. Was mit Michael und so? Jo, das ist jetzt ein 50-50-Ding, Mann. Dieser Jimmy wird nicht geshootet. Der hat das gut Also, ich habe Michael gesagt, Michael, du entscheidest jetzt, wer von diesen beiden Motherfuckern geshootet wird. Mhm. Wenn die Entschuldigung aufrichtig war, dann nicht. Er meinte, Jimmy war aufrichtig und TJ, das ist. Also, ich bin so kurz davor, den zu shooten, Mann. So richtig kurz davor. Alright. Aber wir reden gerade nochmal mit ihm und Michael entscheidet das gleich, Mann. Alright. Ich habe die Jungs mal da hinten aufgestellt. Man sieht es nicht direkt, you know. Da kann man allgemein sich dann immer mal treffen zum Talken, you know. Falls irgendwas ansteht. Perfekt, Big Mann. Ja. Wir klären das auch gleich. Dass die Jungs auf jeden Fall wissen, dass sie auf dich zu hören haben, Mann. Alright, Mann. Scheiße, Mann. Meine Nikes sind von irgendwelchen Crackhead. Was mach ich? Ich habe noch welche im Kofferraum. Vor kurzem hatte ich noch ein paar Crocs, Mann. Hab ich abgezogen. Du Motherfucker wirst heute nicht geshootet. Yo, das ist eine Lektion für euch alle, ihr Motherfucker. Wenn ich einmal sehe, dass hier irgendeiner von euch auf einen von unseren Homies schießt, dann war's das. Egal aus welchem Grund, Mann. Ist mir scheißegal, ob der eure Mutter gefuckt hat, Mann. Der einzige Grund, warum Jimmy C noch steht, Mann, ist, weil es das erste Mal passiert ist und weil er sich entschuldigt hat und weil Michael mir gesagt hat, okay, die Entschuldigung war aufrichtig und die haben es geklärt, Mann. Wenn ich noch einmal höre, dass einer von euch, wenn ihr ein Problem miteinander habt, dann boxt euch die Männer auf der Street, Mann. Aber wenn einer von euch, Motherfucker, noch einmal auf einen shootet, dann kann er sich auch selber direkt shooten, Mann. Habt ihr das verstanden, Mann? Ja, ist das angekommen auch bei dir, Jimmy, Mann? Ja, alright. Yo, Michael, Mann, was ist jetzt mit dem TJ? Ja, ist all good, Mann. All good. Ja? Ja. Du sagst es all good, Mann. All good, ja. Alright, Mann, hol ihn mal hin. Und der einzige Grund, warum TJ jetzt nicht geshootet wird, ich war schon ready, ich hab euch hier aufstellen lassen, weil ihr dabei zusehen solltet, wie TJ jetzt hier vor euch allen stirbt, Mann. Nix mit Bulletproof, Mann, schieß den Kopf, yo. Aber weil er nochmal mit Michael geredet hat, Mann, und Michael gesagt hat, ey, er hat ihn verziehen, Michael hat das jetzt entschieden, wird er nicht sterben, ja. Ich hoffe, das ist eine Lektion für euch. Motherfucker, auf keinen Homie geshootet wird, auf gar keinen Fall, Mann.
Jo, man kommt nie wieder vor, Mann. Guys, ich würde euch auch noch was dazu sagen, Mann. Wenn ihr das Bedürfnis habt, ja, dann richtet die Waffe gegen euch selbst, weil dann haben wir die Scheiße hier nicht, you know? Dann müssen wir nur noch aufräumen. Denk immer dran, OG, ne? Du hast das letzte Wort. Yo, Jimmy, Mann, stell dich in die Reihe. What up, TJ? Yo, komm her. Ja, Bruder. So, TJ. Ich habe mit Maike geredet, Mann. Der hat über Jimmy gesagt, yo, Entschuldigung kam an, alles fresh, yo, Hand gegeben. Was hat da bei dir so lange gedauert, Mann? Bei uns hat es nur gedauert, dass wir unterbrochen wurden, ne? Alright. Stimmt das, Maike, Mann? Ja. Yeah. Wir waren am Reden und dann sollten alle zu Big Mama gehen und dann konnten wir nicht weiterreden. Alright. Alright, Maike. Ja. Yeah. Du hast ihn verziehen, hast du gesagt? Ja, ja, ja. Na gut. Okay. Ich habe gerade den ganzen Motherfucker gesagt, auf keinen von uns wird geshootet, Mann. Und ich denke, dass du es jetzt auch weißt. Und deswegen ist das der einzige Grund, dass Jimmy und du jetzt heute nicht sterben, dass Michael euch verziehen hat, Mann. Ansonsten wird die beide, da wäre nichts mit Bulletproof, Mann. Direkt Kopfschuss. Ist das cool für dich, TJ, Mann? Auf die eigenen Homies cool, wird nicht geshootet, Mann. Wenn ihr ein Problem habt, boxt euch, Mann. Das ist gut. Aber da gibt's eine Sache, TJ, die mich echt abfuckt, Mann. Und zwar, dass du gerade eben deine scheiß Stimme gegen mich erhoben hast, du Motherfucker. Ja, deswegen wollte ich doch zu dir kommen, Mann. Ja, du warst doch zu dir. Er war auf meinem Weg und da wollte ich mit dir talken, you know? Weil ich wurde laut, I know this, ne? Alright, ich bin nicht so okay. Ich bin nicht so einer, der laut wird, deswegen. Jeder alright. Kennt mich, der hier an der Wand steht, dass ich nicht laut werde. Ja, stimmt, dass das die Motherfucker. Stimmt, könnt ihr das bestätigen, Mann? Yeah, wurde ich ja, einmal laut? Das heißt, der Motherfucker wurde noch nie laut bei euch, Mann. Nein, Mann. Ever. All good. Immer gechillt geredet, ja. Dann auch erst richtig bei mir, du Motherfucker, Mann. Ja, Mann, ich brauch jetzt einen scheiß J, Mann. Ich hab auf TJ geshootet, Mann, die Motherfucker. Du hast meinen Schwanz geshootet. Ja, TJ, Mann. Ich will, dass du dich jetzt das entspannt angehst, Mann, nächstes Mal, yo. Ich geh jede Sache entspannt an, das weißt du, ne? Jeder, der mich gern weiß, das. Alright, komm her, TJ, Mann. Zu dir oder an die Wand? Ja, zu mir, Homie. Mach das nie wieder, du Motherfucker. Alright. Peace. Peace. Yo, wenn wir schon mal hier stehen, Mann. Michael, yo, geh auch mal an die Wand, Mann. Alright, Mann, alright, alright. Buba, komm nach vorne, du Motherfucker. Oder, warte mal ganz kurz. Haben wir alle schon darüber abgestimmt, yo, wer der weiße OG wird, Mann? Wenn ich nicht da bin? Alright, Mann. Nehmt eure Hände hoch, wenn ihr für Buba seid, Mann. Weil ich hab schon von vielen gehört, Mann, dass die Motherfucker für Buba sind, Mann. Ja, das ist auf jeden Fall. Alright, Buba, du Motherfucker, nach vorne, Mann, du kleiner weiße OG, Motherfucker. Yeah. Ja, stell dich hin, du Motherfucker. Ja, abgesehen davon, Mann, brauchen wir auch jemanden, wenn Buba nicht da ist und ich nicht da bin, Mann. Und ich würde einfach einen Vorschlag in den Raum schmeißen, weil ich die schon echt lang kennen, Mann. Big Mom, habt ihr dich schon kennengelernt, Mann, Jungs? Ja, Mann. Yeah. 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 Ja, ziemlich viel Ahnung, Mann. Das ist ein reales Hood Girl, Mann. Und meiner Meinung nach, Mann, wenn wir irgendwo Stress haben oder so, ist immer fresh, ne Big Mom am Start zu haben, Mann. Ich glaube, die kann gut Probleme lösen. Und deswegen würde ich Big Mama vorschlagen, aber wir entscheiden das alle gemeinsam, Mann. Und deswegen, wenn ihr für Big Mama seid, dann bitte eure Hände hochheben, yo. Alright, ihr kleinen Motherfucker, Mann. Das heißt, Uber und Big Mama sind beides weiß OGs, Mann. Und die können euch an die wenden, wenn irgendwas ist. Alright? Alright, die kleinen Motherfucker. Alright, yeah, yeah, yeah. Kommen wir zum Thema Michael, Mann. Wie ihr euch alle schon gesehen habt, ist Michael wirklich... Ey, der Motherfucker kümmert sich echt um alles, Mann. Kasse, dies, das, bla. Das heißt, wenn ihr cool damit seid, Mann, dann bitte merkt euch, dass ihr auch auf Michael hört, Mann, wenn er irgendwas sagt, weil der Motherfucker ist schon echt lange da und er weiß wirklich alles, Mann. Also, wenn ihr cool damit seid, dass Michael, wenn er... Ihr müsst es so sehen, Mann. Seht Michael wie so ein motherfucking Schoolteacher, Mann. Natürlich mag den der ein oder andere nicht, weil er Ansagen macht. Aber ist wichtig, Mann. Und wenn ihr mir zustimmt, dann bitte eure scheiß Hände heben, Mann. Alright, fresh, Mann. Fresh. Das heißt, ab jetzt, yo, Michael. Ich denke, kein Motherfucker wird sich noch irgendwie über dich abfucken, Mann. Weil alright, wir brauchen dich, danke, Mann. Danke, OG. Yeah. Danke, OG. Fick auf diesen Hype, Baby, fast live. Hey, Baby, schau mir in die Augen. So viel Fragen kann ich dir auch nur ein einziges Wort glauben. Ja, die Zeit, sie geht so schnell vorbei.